Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Endzone A World Apart. Und die Story von dem Spiel handelt ja davon, dass Terroristen alle Atomkraftwerke auf dieser Welt gesprengt haben und es dazu kam, dass die Welt halt eben in Schutt und Asche gelegt wurde und einfach alles zerstört wurde. Wir benutzen jetzt unsere letzten Siedler, um eine Expedition zu eben diesem Atomkraftwerk hier zu starten und zu schauen, was wir in den Überresten dieser Ruine finden. Doch bevor wir das machen, muss ich erstmal die Expedition wieder zusammentüdeln. Und das könnte einen Moment dauern, bis sie nämlich da oben sind. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach nochmal, dass wir hier unsere kleinen Problemchen und Malessen, die wir aktuell gerade mal wieder haben, irgendwie in den Griff bekommen. Wir haben wieder mal 5 freie Leute zur Verfügung. Das sieht sehr schön aus. Ich brauche einen Brunnenwart, da ist nämlich einer gestorben. Ich brauche einen Baumeister, ich glaube, da ist auch gerade einer gestorben. Ich würde noch mal ein paar Sondierer mitnehmen. Warum auch nicht? Wir können sie gebrauchen. Einen Kräutersammler. Natürlich auch. Vielleicht noch ein Kundschafter. Nee, hab keine freien Spitzen mehr. Schade. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kräutersammler sind da. Ja. Die forsten hier wieder auf. Das sind 4 Leute. Die haben eigentlich genügend zu tun. Ich weiß nicht, ob ich die Kräutersammler vielleicht nochmal nach hier schicken sollte. Vielleicht wäre das keine so gute, keine so schlechte Idee. So rum. Freudscher Versprecher. Haha. Auf jeden Fall wachsen die Ressourcen gerade. Das ist sehr schön. Ich glaube, die nächste Periode, Dürreperiode wohlgemerkt, die könnte ein bisschen klimpflicher ablaufen. Ich möchte es nicht zu laut sagen, weil ich möchte mein Glück nicht herausfordern. Aber es könnte sein. Guck mal, die ganzen Türme hier sind sogar beleuchtet. Da ist Strom drin. Produzieren die dann mehr? Oh ja, die produzieren mehr. Dann sollte ich wohl da nochmal 1-2 Strommasten installieren. Vielleicht. Sag mal, ist hier irgendwo noch ein Strommast, wo der im Einzugsgebiet ist? Nicht, dass ich das Ding dann hinstelle und dann war das für die Katz, weil es nicht bis hin reicht. Da machen wir auch nochmal. Ja, hier oben können wir auch nochmal ein bisschen was machen an Strom. Da freuen sich die Einwohner, wenn es etwas Strom gibt. So, hier. Und hier. Und ich hoffe mal, das reicht. Ich bin mir nicht sicher. Machen wir so. Und machen wir nochmal. So. Genau so läuft das. Da können wir nochmal ein bisschen was an Strom verballern. Ich glaube, wir haben da noch ein bisschen was über. Ja. Das produziert genug Strom. Aktuell noch. Das ist okay. Da kann man ruhig mal was wegballern. Ich glaube, die Hütten hier kann ich eigentlich auch mal wegreißen, weil die brauchen wir nicht mehr. So, alle weg. Die stehen nur dumm da rum und verbrauchen Strom. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Hat der hier eigentlich Strom? Stromverbrauch. Der hat Strom. Ja. Der braucht auch welchen. Das ist gut. Also Wasser, ne? Können wir gerade... Ja, können wir gebrauchen. Machen wir noch einen Wasserträger. So, 22 Wasserträger. Heiliges Lieschen. Tja, Kräutersammler, ne? Müsste man sein. 39 Kinder. Willst du mich verarschen? Das ist ganz schön viel. 40 Kinder. Wir haben halb so viele Kinder wie Erwachsene. Fast. Wow.
Das ist ganz schön viel, muss man mal so anmerken. Ja, das ist unser Ziel. Genau, da wollen wir hin. Und ich glaube, guck mal, da kommt er angeritten. Der feuchtfröhliche Ritter hat gerade einen Baum umgeschmissen. Wieso haben sie den Baum umgeschmissen? Was passiert hier? Hier sterben Bäume. Weil sie an denen vorbeilaufen, oder wie? Machst du da deine Markierung rein, oder was ist da Phase? So, er ist angekommen am Atomkraftwerk. Das ist interessant. Das ist äußerst interessant. Wo gehst denn du da rein? Da ist eine Tür, guck mal. Da verschwindet er. In den Ruinen des Atomkraftwerkes. Wir sind da. Er klopft einmal gegen die Tür, hat gemerkt, ich komme nicht rein und gehe wieder zurück. Das ist dein Ernst? Du hast mal gegen die Tür geklopft und das war's? Fauler Sack. Okay, die Expedition. Hier können wir eigentlich... Es ist ein Atomkraftwerk. Diese Dinge haben die Welt vernichtet. Unsere Ältesten sagten uns, wir sollten uns von ihnen fernhalten. Aber es müsste noch wertvolle Ressourcen im Inneren schlummern. Um hineinzukommen, brauchen wir zumindest Werkzeug und Schutzausrüstung. Und da ist auch der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Wir brauchen nämlich wirklich richtige Schutzausrüstung. Wir brauchen Schrottsammler, wir brauchen einen Techniker, wir brauchen Erforscher im Alter, Erwachsener oder Jünger. Erforscher, oh. Und wir brauchen gebildete Leute, also wir brauchen einen von der Schule. Expedition aufstellen, bitte. Ich möchte jemand mit einer Spitzhacke. Jetzt habe ich das auch kapiert, was diese Zeichen hier unten bedeuten. Ja, man kann ja nicht alles wissen, ne? Wir brauchen einen Gebildeten. Das ist ein Schneider. Das ist ein Baumeister. Nein, den brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen einen Lehrer. Ich suche erstmal nach einem mit einer Spitzhacke. Wo ist denn hier mal einer mit einer Spitzhacke? Nehmen wir sie. Ach, hier unten sieht man auch, wie gebildet die sind. Ah ja. Wir brauchen einen Werkzeughersteller, glaube ich. Wo ist denn mal einer? Ein Werkzeughersteller. Das sind normale Siedler, ne? Die sind nur erwachsen. Die könnte man rein theoretisch auch mitnehmen. Aber ich mache jetzt erstmal so, dass ich unten das alles erfülle. So, wir nehmen Ihmchen mit. Nee? Schutzausrüstung. Ja. Nehmen Ihmchen mit. Einer, der so einen Hackebeil da unten hat. Ein Hackebeil. Haben wir gerade keinen. Gott schon. Amboss, meine ich. Hackebeil. Hä? Bin ich doof? Ich glaube, so einen haben wir gar nicht, oder? Einen mit einem Amboss? Das müsste doch eigentlich ein Werkzeughersteller sein, oder? Haben wir keinen Werkzeughersteller? Nee. Warum haben wir keinen Werkzeughersteller? Ich breche das nochmal ab. Wir stellen gleich eine Expedition auf, aber dazu muss ich erstmal schauen, dass wir die passenden Leute dafür haben. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, ich muss nochmal eine richtig gute Ausrüstung herstellen. Und zwar brauchen wir dafür eine Schneiderei. Die passt hier leider nicht mehr rein. Wegen der blöden Straße. Dann stellen wir sie hier hin. Und wir machen nochmal eine Werkstatt dazu. Warum denn nicht? So, wir haben drei Leute. Ich bräuchte nochmal Schneiderchen. Vielleicht auch zwei. Wir haben keinen Stoff mehr, sehe ich gerade. Blöd. Auf jeden Fall brauchen wir noch mal einen Techniker. Das wäre nicht das Verkehrteste, ne? Und wir machen noch mal zwei Sondierer. Los. Die können uns noch mal ein bisschen was an Schrott zusammensammeln. Hier werden jetzt Halstücher, Aktivkohlemasken, Metallwerkzeug. Und dann macht der andere Schrottwerkzeug. Was hat er denn gerade? Er hat, glaube ich, kein Metall, ne? Nee, hat er nicht. Das ist blöd. Haben wir auch gerade irgendwie nicht, ne?
Warum auch immer. Das ist mir gerade ein Rätsel. Das ist mir gerade wirklich ein Rätsel. So, stellt ihr eigentlich noch Arznei her? Derzeit in Produktion. Nö. Weil? Warum eigentlich nicht? Weil ihr gerade keine Kräuter da habt, ne? Aber wenn die erstmal Strom haben, dann geht das hier ab. Das kannst du wissen. 39 Kinder und 93 erwachsene Leute. Oh Mann, das wird richtig heftig hier. So, Strom. Wir haben Strom? Nein, warum haben wir keinen Strom? Warum hat die Kräuterbude keinen Strom? Hä? Wegen dem fehlenden Strommasten hier, oder was? Ja, gut. Das sollte sich doch machbar sein. Sollte machbar sein. Meine Güte, kann nicht reden. Nehmen schon zu viele Folgen gerade auf. Ich glaube, das ist jetzt Folge Nummer 7 oder so. Heute alleine. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas in dem Dreh. Wir haben viele Kranke gerade. Da ist ein Strommast gebaut worden. Sehr, sehr gut. Jetzt müssten die doch auch hier Strom haben. Wieso hat die Kräuterhexe keinen Strom? Warum nicht? Was ist denn da los? Elektrizität. So, das ist doch alles immer im Kreis. Oder? Der Kreis ist doch heiß. Muss ich da echt nochmal einen hinstellen? Oh, hier steht doch schon einer. Hier steht einer. Hat aber keine Verbindung zu dem. Ich dachte, aber das hat nicht so geklappt. Ja, der hat keinen Stromanschluss. Ja, schade. Da brauchen wir nochmal ein bisschen Metall. Und das kriegen wir aber auch gleich. Und dann haben die hier, die Kräuterjungs, auch ein bisschen Strom. Sehr schön. Hier wird ein neuer Strommast gebaut. Bringt nur gerade nicht viel, weil kein Strom ankommt. Es ist alles so ein bisschen... Nochmal zwei Sondierer. Oder? Nochmal ein Wasserträger. 60! Wir können 60 Wasserträger haben, ne? Uff. Das ist viel. Das ist wirklich richtig viel. Da ist wieder jemand erwachsen geworden. Huch, falsches Fenster. Den nehmen wir natürlich auch noch zum Wasserschleppen. Je mehr Wasserträger wir haben, umso besser können wir die nächste... Ja, Wasserknappheit, die nächste Dürre überstehen. 96, 97, 98. Wir kommen unserem Ziel, unserem ersten Ziel gerade sehr, sehr nah. Wirklich sehr, sehr nah. Wir sind im Prinzip kurz davor. Ja, wir sind sehr kurz davor. Wenn ich sehe, wie viel die hier haben. Ja, 38 Kinder. Das ist heftig. Okay, jetzt ist einer weggestorben. Damit kann man leben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kommt der Strommast. So. Und jetzt haben die Kräuterleute Strom. Sehr gut. Und ich hoffe mal... Ja, jetzt werden sie wieder alle krank. Ja, na klar. Die gute Erkältung bricht wieder aus. Nun, irgendwie wird der Wald hier auch nicht mehr gerade. Oh, 99. Wir sind ganz kurz davor. Ich muss aber noch die Expedition starten. Wie schon gesagt, das ist mir noch wichtig. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Wir machen nochmal zwei Wasserträger. Warum denn nicht? Was soll der Geiz? Zwei Kräutersammler sind krank. Und der Sunny ist krank. Der muss sich selber heilen. Das ist hier unten ausgebrochen. Eindeutig. Guck mal. Das muss hier unten ausgebrochen sein. Oder ist auf dem Markt ist blöd, wenn es da ausgebrochen ist. Das muss hier unten ausgebrochen sein. Sonst wäre der Totengräber nicht krank, sonst wäre der Sunny nicht krank und es wäre der Kräutersammler nicht krank, der da oben ist.
Aber der bekommt ja die Kräuter von dem hier oben. Also ist wahrscheinlich hier oder hier. Bei einem von beiden ist die Seuche gerade ausgebrochen. Beim Sunny oder beim Totengräber. Bei einem von beiden. Ich möchte hier niemandem was unterstellen. Aber ich glaube, ihr habt da ein wenig Seuche am Fuß. Das ist nicht gesund. Jetzt sind wir bei 102 Erwachsenen. Ziel Nummer 1 wäre damit erfüllt. Und ich sehe gerade, sie brauchen Häuser. Das ist schlecht, weil ich möchte eigentlich keine Häuser mehr bauen. Huch, was war das denn? Was war der Platz hier unten? Ich möchte eigentlich keine Häuser mehr bauen, aber ich muss. Ich werde jetzt dazu gezwungen, nochmal 2 Häuser zu bauen. Vielleicht baue ich einfach nochmal eine Unterkunft. Hier oben hin. So. Ha, bam. Dann dürft ihr da drinnen gerne wohnen. Oh, 33 Kinder. 33 Kinder. Heiliges Lieschen. Das kann ganz schön problematisch werden. So, der macht das und der macht Strahlenanzüge. So, dann haben wir jetzt eigentlich alles, was wir in irgendeiner Art und Weise herstellen können, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Guck mal, derzeit in Produktion. 8 Stoff. Ich brauche mehr Arbeiter. Ich brauche definitiv mehr Arbeiter. Da ist einer. Schrottsammler brauche ich auch einen neuen. Ist einer gestorben. Ja, vielleicht kriegen wir nochmal welche. Oh, wir haben 715 Schrott. Das ist nicht schlecht. Das ist eine gute Zahl, würde ich sagen. Ja, wieder einer gestorben. Wer stirbt denn hier immer? Sunny war es nicht. Der Baumeister war es nicht. Schrottsammler war es. Es war ein Schrottsammler. Hallo Dürre. Na? Lang nichts gesehen und gehört von dir. Möchtest du vielleicht reinkommen? Ach, ich lass dich draußen. Bist so lang und dürre. Entschuldigung. Ich bring den immer wieder. Langsam wird's Öl. Ich weiß. Jetzt brauchen wir 3 Häuser schon. Jetzt haben wir wieder 3 Stoff. Aber die wissen nicht, wo und wie und warum. Vor allem brauchen wir dafür Plastik, ne? Für die Anzüge brauchen wir Plastik. Ah, das ist interessant. Aber warum sind gerade wieder so viele krank? Weil wir keine Kräuter mehr haben, ne? Und weil die jetzt hier unendlich lange weit laufen müssen. Ja, so weit ist das aber auch nicht. Braucht ihr vielleicht da einen Weg noch drumrum? Kann ich denn hier überhaupt drumrum laufen? Geht das denn hier? Ja, das geht. Guck mal, das funktioniert doch 1A. So. Hier habe ich dann scheinbar ein bisschen Mist gemacht. Das ist ein... Ja, da fehlt ein Weg dazwischen. Naja, ist nicht so wild. Okay. Aber wir haben schon ringsrum den Weg. Also die dürften eigentlich relativ schnell bei ihren Kräutern sein. Warum sie so lange brauchen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 107 Einwohner. Hui. Ich brauche nochmal Kräutersammler. Nehmen wir nochmal einen dazu. Nehmen wir 2 dazu, komm. Was soll der Geiz? Und... Ja. Machen wir einen Schrottsammler. So, die nächste Dürre steht wieder vor dem Haus. Wie eben schon angekündigt. Es kann natürlich aber auch sein... Es kann natürlich sein, dass die hier nichts mehr in den Lagerhäusern einlagern können. Das könnte ein Problem werden, weil die Lagerhäuser voll sind. Wie viel haben die denn auf Lager? 0. Okay, die haben keine Kräuter auf Lager, also ist alles gut. Dann habe ich nichts gesagt und auch nichts gehört. It's over 9000. 9000 von 10.000 Errungenschaftsfortschritt. Und nur ein Schlückchen Errungenschaft freigeschalten. Ich glaube mal Wasser mit mehr als 4800 oder so. Keine Ahnung.
4800. Das ist gut. Aber nicht gut genug. Da muss noch mehr rein. Ja, wenn man sieht, wie viel hier eigentlich erstmal eingelagert ist, beziehungsweise wie wenig eigentlich, dann muss da echt noch mehr passieren. Wir können uns noch nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Warum haben die den Weg hier eigentlich immer noch nicht gebaut? Wegen dem Strommast? Tatsache, wegen dem Strommast. Hä? Hätte aber den Weg trotzdem bauen können. Ihr seid faul. Ihr seid mal richtig faul. Kann ich hier noch einen Weg eigentlich dazwischen pflastern? Natürlich. Warum mache ich denn das denn nicht gleich so? Bin auch doof, hä? Hä? So, machen wir hier nochmal einen Weg hin. Na, komm, geh weg. Okay. Okay, okay. Wieder so viele Kranke, ne? Das ist nicht gut. Dann setze ich hier nochmal... Ich kann keinen Kräutersammler mehr einsetzen. Okay. Das ist schlecht. Aber habt ihr denn so einen weiten Weg? Oder was ist euer Problem? Oder kommt ihr einfach nicht hinterher? Ich glaube, die kommen einfach nicht hinterher. Kann das sein? Das große Fressen. 7000 von 10000 Nahrung. Wow. Das ist ganz schön viel. Hups. Ja. Es ist mir gerade wieder mal ein Rätsel, warum wir wieder mal keine Kräuter haben. Vielleicht muss ich einfach nochmal eine Kräuterbude hier oben hinstellen. Damit die nicht so weit laufen müssen. Aber bringt das was? Vor allem, was bringt das? Nicht wirklich viel, ne? Wieder einer gestorben. Es können hier nochmal richtig viele Leute sterben, sehe ich gerade, ne? Das kann sehr, sehr schnell gehen, wenn die hier nicht genügend Kräuter produzieren. Kann das sehr schnell verheerende Folgen haben. Deswegen, ich mache jetzt einfach das. Das ist jetzt so mehr oder weniger eine Notlösung. Wir lassen einfach nochmal so eine Hütte hier hinstellen. Ach, jetzt machen sie den Fußweg. Okay, die hat wahrscheinlich keine Connection hier dran gehabt. Wegen dem Strommasten. Und deswegen haben sie sich gesagt, nee, ich baue keinen Fußweg hin, ich habe keinen Bock drauf. Mach mal selber. Tja, aber es ist ein schönes Rumgewusel hier. Ich mag das ja, ne? Ich mag das, wenn das in so Spielen so wuselt. Das ist total toll. Hier können echt viele Leute gerade sterben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dass das nicht schon irgendwie eher mal in den Griff gekriegt habe hier. Das ist ärgerlich. Holz, komm schon. Jetzt noch bauen. Bitte, das kriegen wir hin. Bauen, bitte. Hallo, Herr Baumeister, wo sind Sie denn? Hallo? Aber wir haben gerade wieder plus minus null. Es geht immer mal ein Stück hoch und wieder runter. Siehst du, das knallt die ganze Zeit rein. So, haben wir. Jetzt ist natürlich Dürre und wir haben keine Kräuter mehr. Ich gehe kaputt hier, ey. Hier ist natürlich ein bisschen was noch. Ach komm, lass das auf hoch. Ist okay. Wir haben, glaube ich, genügend Wasser gerade. Und wir brauchen nochmal, wie gesagt, ein paar Kräuterhexen. So. Bevor die mir hier alle wegsterben. Was ist hier los? Haben wir genügend Holz? Wir haben genug Holz. Mehr als genug Holz. Mehr als wir eigentlich je haben könnten. Was ist hier? Das ist die Kräuterhütte. Die Köhlerei könnte nochmal eine Arbeitskraft vertragen. Weil da geht langsam die Ressource nach... Oh, wie schnell ging das denn jetzt? Wow. Die brauchen halt echt viel Wasser, ne? Ups. Also ich darf mich offensichtlich nicht auf dem Wasservorrat ausruhen, den wir haben. Weil der reicht bei weitem nicht. Mag man gar nicht glauben, ne? So, Errungenschaft mal wieder. Ist das Sparta? 150 von 300. Was ist denn 300?
wahrscheinlich Einwohner, ne? Oh, this is Sparta. Schön. Ja, jetzt wird es langsam wieder Tag. Ich hoffe mal, dass das mit den Kräutern jetzt reicht. Guck mal, schön, dass hier noch alles bewässert ist. Das ist sehr gut, ne? Jetzt wächst hier auch wieder alles schön grün zu. Das ist echt toll. So, kriegen wir hier mal irgendwie so einen schönen Shot aus dem Wald. Ja, nee, hier wachsen keine Kräuter. Ich dachte mir, man könnte mal irgendwie so ein schönes Bild von Kräutern machen. Von Leuten, die gerade Kräuter einsammeln vor allen Dingen. Hier sind aber keine Büsche mehr, ne? Oder? Ich glaube, da sind noch welche drin, aber man sieht sie nur so schlecht. Kommt hier mal jemand? Hallo? Ich mache einfach mal so hier. Das sollte reichen. Haben wir ein schönes Bild aus dem Wald. So. Entschuldigung, ich muss ab und zu mal so einen kleinen Kameraschwenk machen für, ihr wisst schon, Thumbnails für YouTube. Das, was ihr gerade anguckt, das braucht ja auch ein Thumbnail. Da bin ich zwar nicht so besonders gut drin, aber ich versuche es immer. Ich gebe mein Bestes. So. Oh, 7 Leute. Da können doch mal locker 5 davon Wasser tragen. Und 2 können sondieren, wie die Bekloppten. Ich glaube, jetzt ist es mehr oder weniger so ein Selbstläufer geworden, oder? Kann das sein? Möchte man bald meinen, ne? Oder hoffen. Meinen, hoffen, ich, keine Ahnung. So, Kräuter. Es sind noch keine Kräuter wieder nachgewachsen. Schade. Und hier? Auch nicht. Na. Hier sind überall noch keine Kräuter nachgewachsen. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Hier auch nicht. Die sterben jetzt alle wieder. So, ich setze den mal hier runter, den Bereich. In der Hoffnung, dass wir bald wieder neues Kraut bekommen. Aber ich denke mal, das wächst hier unten schon. Sollte nicht das große Problem sein. So einen Köhler hatte ich eingestellt, ja? Aber ich glaube... Ja, so. Da können wir immer noch mal einen gebrauchen. Jetzt haben wir 3 Stück. Weil ja jetzt auch Kohle für die Masken mit drauf gehen. Für die Masken und für die Schutzkleidung hier. Und Schutzkleidung haben wir immer noch plus minus 0. Es wird und wird nicht mehr. Obwohl wir eigentlich mehr Stoff jetzt haben. Hm. Wer ist gestorben? Totengräber ist gestorben. Der Totenmann. Oh nein. So. Der Totenmann ist gestorben. Das ist nicht gut. Aber wir haben ja gleich wieder ein paar Kinder, die erwachsen sind. Von da. Nee. Der Sunny. Nein, der Sunny. Der darf nicht sterben. Den brauchen wir. Der Sunny ist wichtig. Oh, hier ist kein Metall mehr. Kein Schrott mehr. Echt nicht? Wow. Guck mal. Hier hinten ist noch ein Gewächshaus. Ne, eine Lagerhalle. Eine Lagerhallenruine. Können wir die nochmal erforschen? Warum nicht, ne? Kundschafter schicken. So, geh mal dahin und guck mal. Die habe ich noch gar nicht gesehen da unten. Hm. Das ist sehr gut. Die ist nicht so weit weg. Auch schön, wie das hier regnet gerade, ne? Oh. Ich hoffe, man erkennt das bei YouTube auch halbwegs. Das ist echt schön, wie alles nass ist. Hm. Toll. Ich mag ja Regen, ne? Das ist echt was Schönes. Ah, guck mal. Kräuter nachgewachsen. Wunderbärchen. So, wo ist die andere Kräuterbude? Da. Ich hoffe mal, die produzieren jetzt nochmal ordentlich Kräuter nach. Wir haben gerade keine Fachkräfte mehr. Das Interessante ist, an dem Spiel, alle Leute, die erwachsen werden, müssen zu dieser Gemeinschaft beitragen. Die müssen alle in irgendeiner Art und Weise Fachkräfte werden. Es geht gar nicht anders.
finde das cool. Ich meine, in der heutigen Gesellschaft, bei uns aktuell, da kann es halt auch mal ein paar Faule geben, die einfach ja keine Lust haben. Ne? Hier muss wirklich jeder mit anpacken. Wirklich interessant. Und dazu gibt es auch eine sehr, sehr interessante Buchreihe. Und zwar heißt die Silo. Ich glaube, das erste Buch war eine Zeit lang mal sogar kostenlos bei Amazon gewesen. Kann ich nur sehr empfehlen. Da geht es auch darum, dass Leute in einem Bunker eingeschlossen sind. Also in einem Silo-Wohnbunker, wie auch immer. Mit mehreren Etagen. Ich glaube, 100 Etagen oder irgendwie sowas waren das gewesen. Ich müsste eigentlich mal wieder lesen, fällt mir gerade ein. War eine tolle Buchreihe. Und da hat auch jeder sein Schärflein dazu beizutragen. Also keiner kann faulenzen. Jeder muss dazu beitragen, dass die Gemeinschaft erhalten bleibt. Und eine sehr interessante Story. Ich werde jetzt nicht weiter irgendwie großartig was spoilern, aber ich kann nur sagen, wenn ihr Bücher mögt, lesen. Und das ist mein Tipp zum Abschluss von dieser Runde. Ich glaube, so langsam, wie gesagt, wir kommen dem Ende entgegen, weil wir haben das erste Ziel erreicht. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch Ziel Nummer 2 und das wäre das Atomkraftwerk. Dafür brauche ich aber noch die passenden Leute. Und die kriegen wir nur, indem wir noch ein bisschen spielen. Ich schätze mal, noch 1-2 Runden werden es auf jeden Fall werden. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal wieder bei euch fürs Zuschauen. So rum. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. In diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.